man machen, wenn man schon 2-3 Monate gedatet hat oder noch ein bisschen mehr und plötzlich zieht sich die Partnerin, der Partner zurück, ist da was schiefgelaufen, woran könnte es liegen, das besprechen wir heute mal anhand von so einer Zuschauermail, aber erstmal herzlichen Dank für die 50.000 Abonnenten, ist jetzt tatsächlich gestern bei der Lesung in Leipzig, sind wir auch genau passend drüber gekommen, sehr lustig, aber wir machen nochmal ein extra Kanal-Special, das werden wir natürlich noch gebührend feiern. Und da freue ich mich auch über Vorschläge von euch, was ihr euch da wünscht für ein 50K-Kanal-Special. Schreibt es gerne in die Kommentare, aber nochmal danke, ihr habt echt so richtig abgerissen die letzten 2-3 Wochen, ey, so viel neue Abonnenten gekriegt. Wahnsinn, einfach Wahnsinn. So, lieber Christian, nachdem ich hier nun so dein spannendes Buch, der Liebescode, gekauft habe und davon auch hellauf begeistert bin, also das männliches Exemplar hier der Zuschauer, komme ich mit folgender Frage auf dich zu, weil es mich einfach nicht loslässt. Auch basierend auf den Erkenntnissen deines Buches weiß ich aktuell nicht, was ich tun soll. Ich datete eine Frau aus der äußeren Mongolei, fast 4 Monate. Wir sind viele Kilometer wohnhaft auseinander, ungefähr 600, und haben die ersten 4 Tage, die ersten 4 Wochen, Tag für Tag mindestens 1,5 Stunden Videocalls geführt. Also Videocall, ich lasse ja noch mit mir reden, dass Videocall also das nächste ist an so einem realen Date, aber es ist kein realen Date. Du kannst jemanden nicht riechen, nur ein Videocall, du spürst die Ausstrahlung nicht, kannst du eigentlich gar nichts machen und ich weiß, ihr wollt es immer nicht hören, steht aber auch in meinem Buch drin, das steht drin im Buch. Lest die Bücher ruhig 5-mal. Ich kann euch das wirklich nur raten, macht die Kurse 5-mal, die ihr habt, ne? Weil man nimmt immer nur so ein Teil auf und vieles lässt man so convenient vorbeistreichen. Und da steht zum Beispiel auch drin, dass so virtuelle Dates zählen nicht. Die zählen einfach nicht. Das ist ja, könnt ihr gern machen, ist nett. Ne? Netter Videocall, es zählt nicht. Ne? Also, weil das, also okay, 600 Kilometer, ja, mein Gott, dann tut euch den Gefallen. Ja, in 4 Wochen fahrt mal einmal runter und datet diese Person, weil das ist sonst echt Zeitverschwendung, ne, wirklich. Also das Thema war von Anfang an klar bekannt, es war super schön und intensiv und wir haben uns dann, wie gesagt, ich konnte mich schlagen, für mich zählt das nicht, haben uns dann entschlossen zu treffen. Ja, und dann ist Date 1, ja, das, so ist das, ne. Über das digitale Arbeiten hat wie viele Möglichkeiten und mein Arbeitgeber sitzt sogar in der anderen Stadt, wo ich immer mal wieder bin. Ja, wie gesagt, es geht jetzt immer null los, ne? Schon beim ersten Mal treffen für ein paar Tage in ihrer Stadt lief dann auch die Intimität. Die verbale Beziehungsebene ging nur nach 4 Wochen täglichen Sprechens in die körperliche Ebene über. Ja, also wunderbar, dann hat es jetzt nicht, vielleicht nicht geschadet, weiß ich jetzt nicht. Da hat es jetzt halt gepasst. Trotzdem, das geht, eure Beziehung geht jetzt erst los, so, ne? Euer Dating-Prozess so richtig. Es hat super funktioniert und sehr viel Spaß gemacht. Es war wirklich toll. Wir haben einander besucht, mehrmals und weiterhin jeden Tag telefoniert. Ja, gut. Also, wenn das jetzt Dating jetzt läuft, kann man das natürlich machen. Aber ansonsten, es baut auch keine Spannung auf, ne? Dieses, über was willst du da noch reden auf dem echten Date, ne? Wenn du jeden Tag 1,5 Stunden Videocall, ne? Also ich wirklich lasse diese Scheiße mit diesem ganzen Video und Anrufen und WhatsApp, wirklich treffen und dann lieber mal eine Pause machen, ne? Dann kann man treffen, guten Eindruck machen, guten Batchboard haben, dann kannst du mit deinen Kumpels drüber reden, sie kann mit ihren Freundinnen drüber reden. Dann sagt man sich, ja, er ist, hat sich auch jetzt mal einen Tag nicht gemeldet, ist ein bisschen geheimnisvoll, was macht er denn wohl so, was denkt er wohl so bei mich? Und dann trifft man sich wieder, freut sich aufeinander und das ist so wie in der Musik, das braucht die Pausen, ne? Die sehe ich jetzt hier nicht. Aber das heißt jetzt nicht, dass das nicht trotzdem jetzt irgendwo scheinbar ein ganz guter Start war, so, ne? Also na, immerhin seid ihr jetzt an dem Punkt. Leider gab es von meiner Seite aus, getriggert durch persönliche und noch nicht ganz überwundene innere Ängste, eine unschöne Situation, wo das Gegenüber sehr verwirrt war und ich bei ihr ebenfalls Triggerpunkte erreichte. Also ich will jetzt hier nichts unterstellen, aber ich vermute mal, du hast dich ein bisschen daneben benommen, verbal. Das sollte man natürlich nicht machen, ne? Vor allen Dingen, wie gesagt, das Game geht hier erst los, ne? Also ihr seid jetzt erst in der 2. Woche des Datings, so, ne? Da sollte man natürlich
Das ist immer, also der größte Punkt beim Dating ist immer, es nicht selber zu verkacken, ne? Das ist gar nicht so, was der andere macht, sondern dass man sich selber nicht im Beinchen stellt. Also so wie du das jetzt schreibst, ich lese so zwischen den Zeilen, dass du irgendein, ich vermute mal, aber wenn ich falsch liege, vergiss es einfach, dass du irgendeinen Scheiß erzählt hast. Du hast irgendeinen Scheiß geredet, das ist nicht gut angekommen, du hast selber gemerkt, das war richtig dumm. Lass das, wirklich, ne? Einfach nichts, wenn man einfach nichts falsch macht, dann ist schon ganz viel gewonnen in so einem Dating-Prozess. Einfach nicht irgendwie weird sein oder dass die Frau denkt, boah, hat er sich, das ist für eine Frau eins der schlimmsten Sachen, wenn das Gefühl hat, der Mann hat sie nicht im Griff, so, ne? Das mögen, hassen Frauen, ne? Wir haben direkt darüber gesprochen, ich habe mich entschuldigt, ihr meine Reflexion darüber gezeigt und es lief weiter. Über die Zeit habe ich so großes Vertrauen gespürt, dass ich ihr nach circa 6 Wochen intensiven Kontakts auch offen und ehrlich unschöne Dinge aus meiner Vergangenheit offenbarte. Leute, warum? Warum? Ich weiß es nicht. Was soll das? Also nach 6 Wochen, ihr habt ja 4 Wochen habt ihr Videocalls gemacht. Das heißt, wir sind hier in Woche 2 des Datings und da kommst du jetzt irgendwie mit irgendeiner Story, ja, ich war auch mal, ich spinne jetzt nur rum, ne? Ich war auch mal 5 Jahre im Knast oder ich, keine Ahnung, ich habe eine anstehende Krankheit oder, nein, ich erzähle nur Scheiße, ne? Aber du kommst mir jetzt in irgendeinem negativen Kram oder früher bin ich immer fremdgegangen, jeder Frau bin ich fremdgegangen und du denkst dir so, ich öffne mich jetzt so, wie ich so wirklich bin. Aber ich sag immer wieder, ich sag das letzte Zeit in wirklich ganz vielen Videos, überleg dir immer, wenn du irgendwas sagst, ich sag jetzt keinem, dass er lügen soll, wenn dich jemand fragt, dann sagst du die Wahrheit so, ne? Aber wenn dich niemand fragt, überleg immer bei allem, was du sagst, macht mich das jetzt attraktiver oder unattraktiver so, weil das ist diese moderne Zeit, dass man immer jeder denkt, er muss sich so verbal ausziehen und ach, jetzt mache ich mich, ist auch in diesen ganzen amerikanischen Dating-Sendungen, jetzt mache ich mich vulnerable und verwundbar. Und dann erzählst du irgendeinen Scheiß, der dich einfach fucking unattraktiv macht. Warum? Es macht keinen Sinn. Mach das, wenn ihr Hals über Kopf beide verliebt seid, dann kannst du vielleicht mal irgendwann, wenn es dann passt oder du danach gefragt wirst, ja, vielleicht kommt man mal ins Gespräch, aber ist dann schon fest zusammen und was weiß ich. Also es geht ja auch immer noch darum, überhaupt erstmal an den Punkt zu kommen, dass so ein Kontakt das tragen kann, auch, ne? Also ist wieder, das ist eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, der zweite Fail von dir, so, ne? Würde ich nicht machen, ne? Wirklich, lass das, ne? Sie schienen damit professionell umzugehen, um jetzt auf den Punkt zu kommen, wenn immer wir eine intensive Zeit zusammen und körperlich erlebten und entweder ich oder sie nach einem langen Wochenende gefahren sind, wurden die Nachrichten von ihnen, von ihr sehr kühl, distanziert und komisch. 2-mal ist das passiert. Na, das ist ja nicht immer. Das ist jetzt, ihr kennt euch erst ein paar Wochen, das ist 2-mal jetzt, ne? Wo sind wir denn jetzt überhaupt hier? Ich glaube, die Gesamtzeit steht jetzt hier nicht. Lass es doch einfach gut sein. Ich meine, es steht sogar in meinem Buch der Liebescode drin, wirklich. Lass es gut sein. Geh weg vom Telefon, warte, bis sie sich meldet. Ich meine, das steht doch alles im Liebescode, ne? Und wenn sie sich meldet, machst du das nächste Date aus. Ich kann hier sehen, dass du nicht entweder nicht alles gelesen hast oder dass du es nicht 1:1 umsetzt. Und dann, da passieren die Fehler so, ne? Dass du wahrscheinlich auch, also vielleicht wäre es auch sonst schief gegangen, ich weiß es nicht, vielleicht hat sie Bindungsangst, ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist es doch auch einfach so, dass du auch da wie zu viel willst von ihr, ne? So, und dann, du hast doch jetzt das schöne Wochenende schon gehabt. Musste jetzt dann einen Tag später die irgendwie Bestätigung abholen, dass sie sich immer noch mag. Ne? Das ist nicht polar so, ne? Lass sie sich doch melden. Sag ihr doch einfach am Ende vom Wochenende, hey, melde dich mal die Tage so. Und dann gehst du weg, machst deine Mission, rettest die Welt. Und wenn sie dann soweit ist, meldet sie sich wieder. Und dann machst du das nächste Date aus. Fertig, ne? So, ich habe ihr darauf immer mit ihr telefoniert und ihr gesagt, wie schön und toll ich sie finde. Ja, es geht doch eigentlich darum, dass du Bestätigung haben willst, dass sie dich noch mag. Das ist nicht polar. Also mach deine scheiß Mission. Dass du sie toll findest, ich denke, das weiß sie so. Ne? Und natürlich kannst du auch mal ein Kompliment machen, aber ich meine, zwischen den Zeilen zu lesen, dass du es übertreibst. Ja, ne? Ganz klar. Und wenn es gut gehen würde, dann geht's gut. Dann bist du damit durchgekommen. So, ne? Aber
je wackeliger die ganze Sache ist, umso weniger Fehler darfst du dir erlauben, so, ne? Und würd's mir nicht schreiben, wenn das jetzt hier auf einem guten Weg ist, nehme ich mal an. Ist immer besser, wenn der Mann so ein klitzekleines bisschen laid back ist und die Frau so auf ihn zukommen kann, so, ne? In ihrem Tempo. So, wenn man vorstellen könnte, auch mal zusammen zu verreisen. Ja, sie ist aber gar nicht an dem Punkt. Sie, weißt du, auch das, ich bin sicher, auch das steht im Liebescode, wenn sich jemand distanziert, dann distanziert du dich doppelt und dreifach so, ne? Nicht aus Rache, sondern einfach, weil du einfach sagst, warum soll ich hinter dir herrennen? Du rennst jetzt hinter ihr her. Sie zieht sich zurück und du sagst, magst du mich noch? Ich will dich verreisen, ich finde dich ganz toll, ich will dich heiraten. Und ihr meint, das führt dazu, dass sie sich weniger zurückzieht. Garantiert nicht so, ne? Lass sie zu dir kommen, so, ne? Oder mach doch einfach die Dating-Coach-Ausbildung. Das ist alles nochmal ganz detailliert drin. Könnt ihr auch für euch machen. Geht bald los. Oder auch meine anderen Ausbildungen auch. So, einfach mit ihr zu sein. Ich war gefühlsmäßig nach circa 6 bis 7 Wochen definitiv weiter als sie. Gute, sehr ehrliche Selbsteinschätzung. Absolut mein Eindruck. Und das ist, also es ist nicht gut. Ne? Wenn du das Buch gelesen hast, es ist nicht gut. Und vor allen Dingen, wir reden hier womöglich von 2 bis 3 Wochen echten Date. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit haben wir jetzt hier verbracht. Also womöglich müssen wir die 4 Wochen Videodates abziehen, dass eigentlich gar nichts passiert. Da kannst du nicht kommen mit Verreisen und so. Ne? Nachdem wir tatsächlich, aber das habt ihr sogar gemacht, einen kleinen Urlaub erlebt hatten, also sowas Wochenende nehme ich mal an, und jeden Tag Sex, Zärtlichkeiten und Berührung und Erlebnisse austauschen, setzte ich sie nach der Woche Urlaub in den Zug und bekam am nächsten Tag eine Antwort. Ich habe mich nicht in dich verliebt, aber es ist alles so schön mit dir gewesen. Was soll ich tun? Ja, das könnt ihr ja mal überlegen. Was soll er tun? Also, was würde James Bond machen, so, ne? Also, James Bond würde sagen, weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Also, wenn ich muss erstmal wieder hier die Welt retten, melde dich doch, wenn du mich wiedersehen willst, ne? Und wird gar nicht darauf eingehen, sondern wird einfach den Ball in ihrem Spielfeld lassen und entweder sie meldet sich wieder, dann wird weiter gedatet. Oder sie meldet sich halt nicht, dann wird irgendeine andere tolle Frau in sein Leben kommen. Sie wird aber keinerlei Neediness zeigen oder irgendein, so, das muss jetzt weitergehen, das ist unsexy so. Ne? Ich weiß, das ist keine schöne Situation. Ich verstehe, wenn du dir was anderes wünschst. Ne? Aber das ist jetzt nicht die letzte Frau, von der du das kriegst irgendwie so. Ne? Und also, ja, wenn sie sich nicht in dich verliebt hat, dann, ich würde mich dann hinsetzen und würde mir überlegen, nicht, was macht sie falsch oder hat sie jetzt Bindungsangst oder wissen wir ja alles nicht, sondern was hätte ich anders machen können? Und ich könnte wetten, dass du zu viel Gas gegeben hast. Ich könnte wetten, dass du zu needy warst. So, ne? Und dann Gang rausnehmen und hoffen, dass sich das, weil so eine Frau kann sich nur verlieben, wenn sie auf den Mann auch zugehen kann, wenn er nicht immer schon da ist. So, es sei denn, sie findet ihn, es ist gleich eine 10 von 10, dann ist vielleicht was anderes. Aber das ist ja meist nicht so, ne? Das heißt, muss am Anfang dieses Dating-Game oder mach mal den Dating-Kurs, aber eigentlich steht es da sogar im Liebescode drin, diese Sachen. Einfach Zeit lassen, ne? Also melde dich mal nicht bei ihr. So, ich würde jetzt sagen, ach ja, schade, ich finde dich eigentlich ganz cool, aber keine Ahnung, ob du Lust hast, mich weiter zu daten, melde dich doch einfach. Also so total cool. Und wenn es schön war, wir müssen ja nicht gleich eine Beziehung haben, ne? Wir können einfach gute Zeit haben, bis sie soweit ist, mit dir eine Beziehung haben zu wollen, so, ne? Und vielleicht klappt es jetzt noch oder vielleicht klappt es nicht, dann hast du fürs nächste Mal was gelernt, ne? So ihre Worte, ein Schlag ins Kontor. Ja, also schön ist es natürlich nicht, ne? Wir führten erneut einen Videocall. Nein, das. Also, ich gebe dir Brief und Siegel, das steht nicht im Liebescode. Leute, macht es doch auch, macht es einfach. Das ist wirklich einer meiner häufigsten Ratschläge. Ist einfach mal, mach doch mal wirklich für ein halbes Jahr wirklich buchstäblich, was ich sage. Und wenn ihr dann sagt, ey, der Hemschemeier, das funktioniert einfach nicht, ne, weiß ich nicht. Okay, aber macht es doch mal ein halbes Jahr. Und macht nicht immer irgendwas, wo ihr sagt, ich habe das Buch gelesen und ihr macht aber ganz was anderes. Das funktioniert nicht. Wirklich. Dann kein Videocall. Sie soll sich melden. Wann möchtest du? Keinen Call. Also da muss jetzt mal aus dem Kontakt raus, ne?
So, melde dich wieder. Wenn sie sich meldet, hey, schön, dass du dich meldest. Wann hast du Zeit für ein Date? So, wird er jetzt auch kein Beziehungsgespräch draus machen. Ihr seid ja noch nicht mal richtig zusammen. Ne? Und das ist wieder ein Videocall und das fuckt sie jetzt noch mehr ab. Das ist genau das Falsche. Ne? Ich akzeptierte ihre Entscheidung. Ja, was soll's anders machen? Ich meine, und sah, dass sie weinte, aber mich nicht anschauen konnte. Das hätte ich mir alle. Das ist schrecklicher Videocall. Lass sowas. Wirklich, triff sie, wenn sie Bock auf dich hat und nicht, um irgendwie nach 6 Wochen so ein elendiges Beziehungsgespräch zu führen, wo noch gar keine Beziehung da ist. Ne? Aber auch das nicht schön, auch für sie nicht schön. Ein paar Tage später entgegnet ich ihr, dass ein Verliebtheitsgefühl auch langsam entsteht. Und jetzt versuchst du dir zu erklären, würde James Bond irgendwie bei Bond Girl anrufen? Und oh, du magst mich nicht, aber vielleicht magst du mich ja in einer Woche oder in 2 Wochen hundertprozentig nicht. Ja, der zieht einfach weiter und der geht davon aus, hey, mein Gott, das sind 2 Wochen, werde ich wieder Sex haben, was weiß ich, was soll ich mir da jetzt einen Kopf machen? Also, es ist jetzt nicht unmenschlich, kann man alles machen, machen ganz viele so, aber es führt nicht zum Erfolg, so, ne? So, also das ist total nicht polar, ne? Und dass ich bereit wäre, auf sie einzugehen, wenn sie Zeit braucht. Ja, das ist ja sehr generös von dir, aber das ist kein Zurückziehen. Also steht, ich bin hundertprozentig sicher, dass in dem Buch steht, zieh dich doppelt zurück, wenn sich jemand zurückzieht. Ich könnte wetten, dass da drin steht, ey. Also, habe ich hier gerade einen Liebescode? So, jetzt gucken wir doch mal rein hier, ne? Also das kann doch nicht wahr sein, ne? So, jetzt machen wir es mal richtig, ne? Was ist, wenn der Partner sich zurückzieht? Eine gesunde Beziehung baut sich auf und nicht ab über die ersten Monate. Wenn sich plötzlich einer deutlich mehr zurückzieht, ist das kein gutes Zeichen. Es ist auch keineswegs banal. Es kann ein erster Hinweis auf eine ungesunde Beziehungsdynamik sein. Ich würde ein solches Verhalten möglichst neutral ansprechen und fragen, ob es einen bestimmten Grund gibt. Das kann ja mal sein. Es ist auch möglich, dass du doch zu schnell zu viel wolltest. Keinesfalls solltest du dann dem anderen hinterherrennen. Es ist viel schlauer, sich an einem solchen Fall auch selber zurückzuziehen. Seite 78. Einfach machen, was hier drin steht. Einfach machen. Dein Partner weiß eigentlich, dass du mehr Nähe möchtest, aber er spürt zugleich, dass du nicht alles mitmachst. Das ist an sich schon wieder attraktiv. Leute, lesen. 5-mal lesen, wir nehmen immer noch so 20% auf. Und wenn ihr unsicher seid, schlagt es doch einfach nach. Das habe ich jetzt, wo ich das Buch vor 5 Jahren geschrieben habe oder 6 Jahren, ich weiß nicht was. Ganz einfach, man guckt einfach hier bei Dating, jetzt gucke ich hier bei Dating, so. Ist ja auch wie so ein Nachschlagebuch, sonst holt euch das nochmal, ne? Ist wahrscheinlich so, oder ist das hier Beziehungsanbahnung? So, ist hier bei die ersten 100 Tage. Was ist, wenn der Partner sich zurückzieht? Einfach aufschlagen, nachblättern, nachlesen. Braucht ihr mir gar nicht schreiben. In diesem Sinne, macht die Folge in Kurs, lasst mir gerne ein Abo da, weil jetzt haben wir natürlich Blut geleckt. Jetzt wollen wir natürlich den Kanal so richtig hochjachten. Nee, unterstützt mich gern. Und gestern war übrigens total cool. Wir werden noch ein paar Reels von schneiden in Leipzig. War richtig, richtig coole Veranstaltung. Und vielleicht sehen wir uns ja bei der ähnlichen Geschichte in Berlin oder der Liebische Party in Hamburg. Gibt's auf Eventim. Ciao, ihr Lieben.